verletzt ist, muss zurückschlagen. Blut sehen. Hey! Kann ich nicht mal eine Sekunde in Ruhe trauern? Regala wird meinen Stamm auslöschen, um Hekaru zu stürzen. Die Zenith haben Beta und Gaia! Wir können uns nicht einfach in Trauer ertränken. Kotalo hat recht. Wir müssen kämpfen. Okay, was haben wir vor, hä? Treten wir gegen alle Rebellen an? Von den Zenith ganz zu schweigen. Was können wir schon ausrichten? Sollen wir gegen ihre Mauern rennen? So in etwa. So. Nachdem der Kontakt abbrach, haben wir uns nach Gemini aufgemacht. Was ist passiert? Die Aufzeichnung auf Vals Fokus brach ab, als der Zenith Eric... Die Zeniths haben Hephaestus verfolgt. Als Gaia ihn in Gemini einfing, wussten sie, dass wir da waren. Nachdem Baal sie aufhalten wollte, haben sie Beta und Gaia entführt. Ich habe nur überlebt, weil ein Zenith sich gegen die anderen gestellt hat, um mich zu retten. Ein Zenith? Nun, immerhin haben wir dich nicht auch verloren. Was sollen wir nun tun? Wir werden die Zeniths besiegen. Und Beta und Gaia zurückerobern. Aber erst müssen wir Regala aufhalten. Wie? In Gemini machte Beta mir ein Geschenk. Ich muss es erst ans Laufen kriegen, aber es könnte das Blutvergießen beenden. Gerüchten zufolge bereitet Regala ihre Armee auf einen Großangriff auf den Hain vor. Ich muss dorthin. Ich weiß. Los. Steh Hekaru bei. Und behalte den Himmel im Auge. Folge den Wegen der Zehn. Und die anderen? Was auch immer ihr braucht, bereitet euch vor. Verbesserungen, Vorräte, legt los. Bald werden wir gegen die Zeniths kämpfen. Wir sind bereit, Aloy. Wenn du bereit bist, triff mich am Ostausgang. Ich möchte unter vier Augen mit dir reden. Selbst in der größten Dunkelheit bist du die Flamme, die den Weg vor uns erleuchtet. Sag mir nur eines. Werde ich ein paar Zeniths-Schädel spalten dürfen? Das dürfen wir alle. Gut. Zuallererst sollte ich mal nach So sehen. Es klang wichtig. Hier, Aloy. Wir kamen hierher, um uns um den Garten zu kümmern. Manchmal brauchte ich frische Luft. Manchmal haben wir uns den Sonnenaufgang angesehen. Als wir von Gemini zurückkamen, schien es passend, dass er hier beerdigt wird. Jetzt hat er immer eine gute Aussicht über Rheinklang und... über den Osten, das heilige Land der Nora. Das hätte ihm gefallen. Er sprach oft von seiner Schwester, Vala. Und davon, dass sie ihre gelben Lieblingsblumen an ihren Speer gebunden hat. Ihre Mutter fand das nutzlos, aber Vala war stur. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es war nicht leicht. Aber ich habe die Blumen gefunden. Ihre Samen gesammelt.
großen Welten. Wurzeln faulen im Schnee. Wächst doch der Samen, so sicher wie der Stein. Aus Tod entsteht neues Leben. So ist es mit dem Land und so ist es auch mit uns. Ich erwarte ein Kind, Aloy. Ich wollte es ihm sagen, wenn er von Gemini zurückkehrt. Jetzt werde ich unser Kind eines Tages herbringen. Wir werden zwischen den Blüten sitzen und den Sonnenaufgang anschauen. Ich konnte ihm nie... nie danken. Er hat mir das Leben gerettet, aber er hat mich auch nie aufgegeben. Er wusste es immer. Leb wohl, Val. Ich verspreche, ich passe auf sie auf. Ich komme wieder, wenn ich kann. Aber jetzt? Ich muss zum Fabrikationsterminal, um die Überbrückung auf meinem Speer zu installieren. Dann werde ich sie gegen einen Sonnenflügel einsetzen und Regala ein einmaliges Willkommen bereiten. Können wir reden? Überbrückung installiert. Jetzt brauche ich einen Sonnenflügel. Ich glaube, oben auf dem Berg nisten ein paar. Okay, ich muss einen Sonnenflügel überbrücken. Am besten den Berg hinauf. Gut. Da oben sind Sonnenflügel. Ich muss mich ihnen leise nähern.
Flügel scheinen das Sonnenlicht einfangen zu können. Fliegt vermutlich auch schnell. Tilda? Ich bin in der Luft. Dann solltest du eine Energiezelle aus einem der alten Horus-Titanen holen. Aber erst musst du die mit einem Impuls aktivieren. Ich habe dir eine Software geschickt. Um sie zu nutzen, musst du eine der Kommunikationsmaschinen, die du Langhals nennst, überbrücken. Mitten in der Wüste gibt es eine, die du nehmen kannst. Mach ich. Da ist der Langhals. Ich muss auf seinem Kopf landen. Wie lande ich mit diesem Ding? Geschafft. Ich muss es nicht machen. Okay, Tilda, ich habe den Langhals überbrückt. Gut, dann sind die Energiezellen jetzt bereit. Sammle bei einem Horus eine ein. Nordwestlich deiner Position müsste einer sein. Wenn du die auf Regalas Maschinen fallen lässt, ist da ganz schön was los. Danke für die Hilfe. Ich hab dir gesagt, dass ich helfen will. Etwas länger durch. Da ist die Energiezelle auf dem Rücken des Titans.
die Zelle. Der Impuls vom Langhals sollte alle Energiezellen in der Region deaktiviert haben. Jetzt sollte ich bei jedem Horus mehr finden können. Könnte nützlich sein. Selbst wenn ich mit Regala fertig bin. Zurück in Reichweite des Aussichtspunkts. Ich kann versuchen herauszufinden, wo das Bild gemacht wurde. Okay, also dann. Damit ich dir den Tod schenke, den du mir verwehrt hast. Sie sind aus! Die Maschinen! Sie sind alle aus! Was? Wie ist das möglich? Regala! Genug Blutvergießen! Wir klären das jetzt. Du und ich. Das sagt sich so leicht, wenn man auf einer Maschine sitzt. Ich wollte deine Aufmerksamkeit haben. Ich brauche keine Hilfe, um dich zu töten. Gut. Ich nehme die Herausforderung an. Und wenn ich mit dir fertig bin, werde ich weiter schlachten. Das werden wir sehen. Es gibt ein Duell. Niemand mischt sich ein. Also gut, zeige deine Stärke. Machen wir es so.
Ist das alles? Würdest du mir das sagen? Ich würde es ausspucken. Bleib stehen und kämpfe. Dein Mut eingerostet, dein Körper schwach. Eine wahre Kriegerin muss. Zu Ende. Ja, genau. Du stirbst hier und jetzt. Sollte würdig. Ich brauche mehr Munition. Lass den Schmerz nicht los. Nimm die Ehre. Werde eine Erinnerung. Schlag zu. Und zwar richtig. Regen wird das Land von deinem Schmutz säubern. Das nehme ich mir. Ich schneide dir die Muskeln raus und hänge dich an einen Baum.
Und wieder knie ich vor Stiefelleckern und Feiglingen. Aber gern, schlagt zu! Halt den Mund, Verräterin. Du bist auf den Flügel der Zehn hergeflogen und hast sie herausgefordert. Also entscheidest du über ihr Schicksal. Ich habe sie verschont. Das hat es nur schlimmer gemacht. Sie war meine beste Marschallin. Welch Verschwendung. Sie ist auf jeden Fall gefährlich. Aber vielleicht brauche ich genau das. Feiglinge! Was müsst ihr jetzt noch diskutieren? Ob du stirbst oder nicht. Ich bin nicht hier, um dir deine Verbrechen zu vergeben. Aber vor uns liegt ein Kampf gegen einen Feind, der stärker ist, als du es dir je vorstellen kannst. Und ich brauche Leute, einen Trupp, die bereit sind, alles zu geben. Ich will deine Gnade nicht. Das ist keine Gnade. Der Kampf, von dem ich spreche. Wir ziehen in einen Albtraum. Ein besserer Tod als dieser. Ja. Mein Blut ist dein. Deine Feinde sind mein. Komm in unsere Festung, in den Bergen bei Rheinklang. Sie soll alleine reisen? Ohne bewaffnete Wache? Die braucht sie nicht. Ich werde kommen. Du hast mein Wort. Ich verlasse mich drauf. Häuptling, das hier müsst ihr beide euch anschauen. Im Thronsaal. Er hat sich unseren Wachen vor dem Hain ergeben. Hat angeblich eine dringende Nachricht für die Fremde, die Regala besiegt hat. Dann sprich. Die Nachricht ist nur für sie bestimmt. Man kommt von einem Interessierten. Ich brauche etwas Zeit allein. Alle raus hier. Steckt ihn zum Rest von Regalas Soldaten. Wir sehen uns in der Basis. Du hast den Stamm gerettet. Lass mich dir auf deiner Mission helfen. Nein. Jetzt ohne Regala. Kannst du dir die Zukunft bauen, die du dir erträumt hast? Also mach dich dran. Dann nimm bitte wenigstens das hier. Rüstung für den bevorstehenden Kampf. Mögest du geschützt sein. Danke. Weißt du eigentlich, was du gerade getan hast? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Silence. Glückwunsch zu deinem Sieg. Du hast die Tenakt für einige Wochen gerettet. Leider hast du auch den ganzen Planeten verdammt. Falsch. Ich brauche keine Tenakt, um die Sinets zu besiegen. Oh, Aloy. Hast du nichts über den Feind gelernt, gegen den wir kämpfen? Mehr als du, wo du dich doch in einem Loch versteckst. Meine Idee ist einfach besser als alle, die du je hattest. Na los. Nein, nicht hier. Wir machen das auf meine Art. Persönlich. Mit der Waffe, die du entwickelt hast.
Und warum sollte ich zustimmen? Ich bin deine Chance, die Zenith zu schlagen und die Apollo-Kopie von ihrem Schiff zu holen. Wir treffen uns bei der Basis. Die Berge westlich von Rheinklang. Beuge dich dem unvermeidlichen Silence und halte dich an diejenige, die weiß, was sie tut. Sei pünktlich. Tilda, bist du da? Ich hab's geschafft. Silence ist dabei. Also geh zur Basis. Beeindruckend. Ich komme, sobald ich kann. Jetzt, wo ich fliegen kann, schaue ich, was sonst noch ansteht, bevor ich zurückkehre. Also, Aloy. Du hast eine weitere Großtat vollbracht. Und deinem Blick nach zu urteilen, bist du noch lange nicht fertig. Nicht ganz. Können wir etwas tun? Das schulden wir dir. Nach allem, was du durchgemacht hast, unterstützt du Hikaros Forderung nach Frieden extrem. Nicht nur zwischen den Clans, auch mit den Kaja. Du hast mein Wort. Dann mache ich das. Und solange ich lebe, werde ich dafür sorgen, dass der Stamm weiß, was du für uns getan hast. Es ist, als ob die Zehn erneut für uns die einzigen Tenak, die ich kenne, die freiwillig Kaja-Land betreten würden. Ateka, dachte ich mir, dass ich dich hier treffe. Na klar. Der Tiefland-Clan hat heute für sich gekämpft. Wir sind siegreich wie an dem Tag, da Hikaru den Hain eroberte. Damals hat er genau so ausgesehen. Hoffnung wurde erneut entfacht. Seine Vision für uns ist bewahrt. Er wird deine Unterstützung brauchen, ganz sicher. Und er wird sie immer haben. Danke für alles, Aloy. In einer Prüfung für einen ganzen Streifen bräuchte, schaffe ich auch drei halbe. Ja, aber es sind trotzdem bloß halb. Also, die Mauerbrecherin und den Flügeln. Ich habe die Fremde mit eigenen Augen fliegen sehen. Das ist die, die sich Gala besiegt hat. Wir werden jeden einzelnen dieser verweigern. Und Kraft. Sie darf eintreten. Hey, der Besserwisser ist hier. Du weißt schon, dein Fokuskumpel, Danny lächelt. Ich habe ihn einfach mal in dein Zimmer geschickt. Okay, danke. Nun, Silence. Hast du endlich eine Tür gefunden, die du allein öffnen kannst? Ich freue mich, dass es sie gibt. So musste ich mich nicht mit deinen Freunden herumschlagen. Genug geplaudert. Ich denke, du schuldest mir eine Erklärung. Deine Pläne für die Zenith-Basis. Das stimmt. Ich schulde dir was. Einen Speer durch die Kehle, weil du mich belogen hast. Dort im Hades-Labor. Ich bezweifle, dass du mich deswegen hergebeten hast. Nein. Ich brauche deine Hilfe. Also bekommst du eine letzte Chance. Aber wenn du mich je wieder hintergehst, töte ich dich, egal wie die Umstände sind. Verstanden? In Ordnung.
Obwohl wir beide nicht mehr viel Zeit haben, wenn du es nicht schaffst, dass wir in die Basis kommen. Hey Leute, ein anderer Gast ist hier. Sie, kommt zu dir. Danke. Gutes Timing. Ehrlich gesagt, ich kriege uns nicht in die Basis. Aber sie schon. Deine Freunde sind ja noch schlimmer als gedacht. Du magst keine Überraschungen, oder? Schau mal, ist das deine kleine Erfindung? Funktioniert die Waffe? Ohne Selbstzerstörung? Aber natürlich. Ich habe die Makel ausgebügelt, das Design und die Wirkung verbessert. Wie können wir sicher sein? Soll ich es vorführen? Genug, ihr beiden. Es geht uns alle an. Zumindest jetzt. Rede mit Erend. Sag ihm, dass ihr eigene Zimmer braucht. Ich komme euch besuchen, wenn ich kann. Oh nein, erst du. Ich sollte alle im Kontrollraum versammeln, damit Tilda uns sagen kann, was sie über die Zenith-Basis weiß. Okay, vielleicht sollte ich alle versammeln, damit Tilda uns aufklären kann. Aber gibt es noch was, das ich vorher erledigen sollte? Okay, Leute, ich brauche euch sofort oben im Kontrollraum. Okay, Leute, wir alle wissen, worum es geht. Beta, Gaia und um das Leben auf der Erde. Die Zeniths wirken vielleicht unverwundbar, aber das sind sie nicht. Wir sind stark genug, in ihre Basis einzubrechen und sie zu besiegen. Uns hilft sogar eine von ihnen. Tilda, zeig uns die Basis. Sie wurde auf den Ruinen einer alten Militäranlage auf einer Insel im Südwesten errichtet. Ich kann uns dorthin und hineinbringen, unentdeckt. Wie genau? Das wirst du später sehen. Wenn wir drin sind, ist das Bauwerk unser Ziel. Der Startturm. Gaia und Beta werden oben gefangen gehalten. Doch auf dem Weg werden wir starken Widerstand spüren. Hauptsächlich von Gerard, Eric und den anderen. Aber sobald ich ihre Schilde deaktiviert habe, sollten sie kein Problem mehr sein. Aber es ist leichter, das Gerät einzusetzen, wenn es jemand anderes trägt. Jemand mit ordentlich Kraft. Etwas tragen? Das schaffe ich. Selbst wenn dein Gerät funktioniert, wird ein Schwarm Phantomdrohnen auf uns warten. Hätten wir nur eine Armee, die sie besiegen könnte. Das habe ich im Griff. Das wirst du später sehen. Okay, wir treffen uns wieder, bevor wir reingehen. Wo ist der beste Treffpunkt? An der Küste, direkt gegenüber der Insel. Wenn wir da sind, zeige ich euch den Weg. Okay, ich sag Bescheid, wenn ich am Treffpunkt bin. Dann kommt ihr dazu. In der Zwischenzeit tut alles, um euch vorzubereiten. Verstanden? Ihr beiden? Auf ein Wort?
Tilda half mir beim Kontakt mit Beta. Sie hatte etwas Wichtiges zu sagen. In der Basis gibt es eine Vorrichtung, die Regulator genannt wird. Hier. Wenn wir drin sind, müsst ihr zwei euch von den anderen trennen und ihn zerstören. Also bringt Sprengstoff mit. Dann halten wir die Drohnen auf. Alles hängt davon ab. Seid ihr dabei? Danach müsst ihr einen Weg finden, das Zenith-Netzwerk zu infiltrieren. Wie? Geht alle Daten durch, die Beta zurückließ. Sie wusste einen Weg, da bin ich sicher. Okay, aber wieso? Was ist denn mein Ziel? Finde Informationen über die Zeniths. Alles, was Tilda uns verschweigt. Mit einer Sache hatte Silence recht. Wir können ihr auf keinen Fall vertrauen. Ich versuche es. Pass auf sie auf, okay? Bei meinem Leben. Okay, schon fast Zeit, sich um Beta und Gaia zu kümmern. Vielleicht sollte ich zuerst nach allen sehen. Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Rebellenverweigerer sind immer noch ein Problem. Sie haben Außenposten im Westen errichtet. Einige haben ein Lager im Südwesten errichtet. Und die Marschälle werden nicht mit allen fertig. Wenn ich du wäre, würde ich draußen aufpassen. Danke für die Warnung. Die Außenposten zu zerstören kann verhindern, dass... ihre Leute töten. Vielleicht kann ich den Marschällen zur Hand gehen. Gut, einen Vorrat zu haben.
Maschinen, die ich für Handa finden soll, müssten in der Nähe sein. Ich möchte möglichst alles erledigen, bevor ich die anderen zum Angriff auf die Zenith-Basis rufe.